Willkommen zurück zu Napoleon Total War mit den Napoleonic Wars. Preußen gegen Frankreich und Spanien heute angesagt. Mal wieder. Okay. Hoffen wir, das klappt hier. Die sind eigentlich leider very tired. Aber gut, für die hat es gereicht. Guck mal, dass wir die gleich ganz auslöschen. Und danach kümmern wir uns um die anderen Zeitgesichter da hinten. Dann ist die spanische Armee schon mal zerstört. Und die, denke ich mal, kommen nicht mehr zurück. So, dann machen wir jetzt hier Folgendes. Ja, ihr seht schon, die Baguettes kommen. Leider. Genau, ihr geht auf die anderen. Ihr sammelt euch alle. Dauert es natürlich eine Weile. Bis sie alle in Position sind. Leider haben auch viele, wie wir hier schon sehen, eigentlich gar keine Lust mehr zu kämpfen. Die können wir eigentlich auch zurückschicken. Die können eigentlich alle fliehen. Ich glaube, das ist besser, wenn wir die zurückschicken, die eh schon keinen Bock mehr haben. Die würden unsere Front nur unnötig gefährden. Lieber dann die neuen Truppen nehmen, die jetzt dann gleich mit dazukommen. Das geht jetzt schief, wenn ich Pech habe. Aber ich hatte Glück. Gott sei Dank hatte ich Glück. Ich hätte bei der Aktion die komplette Kavallerie verlieren können, inklusive der zurückziehenden Truppen hier, aber... Herrgott, habe ich hier Elite-Truppen stehen gehabt. Gott sei Dank. So. Relativ enge Verteidigungsposition ein. Die komplette Kavallerie, die ich hier alles habe. Wie viel Kavallerie wir haben. Ich meine, ich habe es gewusst. Ich habe es jetzt schon vorher gesehen in der Schlachtenübersicht, dass wir relativ viel Kavallerie haben. Aber wenn man sich das jetzt mal so anschaut. Allein 4 Generäle. Okay, das ist unsere Kavallerie. Haben so eine fette Kavallerie-Armee, da erblasst jeder andere vor Neid. Und unsere Verstärkung müssten denen dann eigentlich nachher sogar in die Flanke fallen können. Was ich schon mal sehr begrüßen würde. Okay, dann geht immer hier weiter hinten hin. Bisschen weiter. Der Defensive aufstellen. Ah ja, gut. Ja, komm, 76. Wenn die sie jetzt nochmal zurückkommen, dann werden die sie wahrscheinlich trotzdem eh nochmal verpissen. Ah, das ist jetzt quasi die zweite große französische Armee. Ihr seht das auch. Balance of Power ist natürlich klar gegen uns. Wohin geht er? Eigentlich? Ach, der hatte noch gar keinen Auftrag. Ach so, ich krieg noch mehr. Alter, wir haben eine reine Kavallerie-Armee in der Zwischenzeit. Eieieiei. Das sind Verstärkungen gewesen. Gar nicht mitbekommen. Reservemusketiere, also wortwörtlich Reservemusketiere, weil die sind wirklich für die Reserve da gerade. Ich denke, wir chargen nachher einfach mit unserer Art Kavallerie rein oder so, keine Ahnung. Machen die denn da eigentlich? Wohin gehen die denn? Da gibt es zwar nichts, ne? Stellen sich, also die bringen sich hier in Position. Balance of Power ist auf Baguette-Seite aktuell. Nein, gut, die haben hier wirklich reine Infanterie. Weiß nicht, was die davor haben. Ich glaube, schießen brauchen die nicht, weil ich wüsste gar nicht, ob die überhaupt was treffen würden. Naja, dann schicken wir mal unsere Kavallerie ein bisschen unterwegs. Also wir hier die Lücke lassen, dass wir da unsere Kavallerie durchbewegen können. Klingt so, als ob ich einen Plan hätte. Habe ich nicht. Wir schauen einfach mal, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube, ich habe ganz schlechte Befürchtungen, was das Zentrum angeht von mir. Ich glaube, dass wir hier richtig auf den Sack bekommen werden. So generell ein bisschen weiter vorbewegen. Die haben viel zu viel Truppen. Können einfach mal just for fun angreifen. Die gehen nämlich auch scheinbar direkt in Close Combat.
Wenn die nicht direkt in Close Combat gehen, dann machen wir das ebenfalls. Truppen haben wir dafür genug. Ist noch ein General, by the way. Infanterie gegen Kavallerie. Mal schauen, wer zuerst bricht. Die französische Infanterie bricht auf alle Fälle, aber auch unsere Infanterie hat schon besser ausgesehen. Doch die halten noch Stand, das ist das Wichtigste. Und die komplette französische rechte Flanke fällt. Das ist hervorragend, das ist perfekt. Sehr gut. Kavallerieüberlegenheit hier in dem Fall. Leider hier drüben. Auf anderer Seite. Lief es nicht ganz so erfolgreich. Schicken unsere Kavallerie aber auch da jetzt in die Offensive. Wie gesagt, wir nutzen unsere Kavallerie für das, was wir haben. Feuer einstellen. Das war Friendly Fire, das weiß ich. Gucken, dass wir da möglichst viele beseitigen. If possible. So, ich stelle dich schon mal dort auf. Gut, das hat nicht geklappt. Das hat genauso wenig geklappt. Ja, man kann ja alles haben. Immerhin die Artillerie bekommen wir weg. Und unser komplettes Zentrum bricht. Ja, war zu erwarten. Generäle zurückziehen. Hier haben wir hingegen die kompletten französischen Truppen ausgelöscht. Dann machen wir jetzt mal weiter und chargen den in die Flanke rein. Ja, das Zentrum bricht. Das habe ich erwartet. Wie gesagt, die Truppen haben so lange schon gekämpft. Die haben so viel Verlust erlitten. Das war leider zu erwarten. Mal gucken, dass wir da die nächsten französischen Truppen vielleicht auslöschen können. Sieht ganz gut aus. Hier kannst du eigentlich nur hoffen, dass möglichst viele überleben. Ohne zu surrendern. Die kämpfen noch tapfer aktuell. Die werden sie aber hoffentlich gleich zurückziehen. Ja, ja. Zieht euch ruhig zurück. Ist okay. Ihr könnt an einem anderen Tag weiterkämpfen. Gut. Dann einmal hier kurz einen Rückzug. Neu aufstellen. Zieht euch auch zurück, komm. Dafür haben wir Verstärkung, die unterwegs ist. Dafür brauchen wir uns jetzt hier nicht unnötig aufopfern. Sammeln die sich? Ja, haben sich gesammelt. Aber wir ziehen sich weiter zurück. Gucken wir aber, dass wir die ein bisschen auseinandertreiben. Dass wir dann erstmal die Jungs hier kaputt machen können. So, die ziehen sich zurück. Ihr seht jetzt, einige haben sich zurückgezogen. Die müssen natürlich jetzt erstmal alle verstärkt werden. Die Verluste müssen wir ausgleichen. Dauert kurz. So, erste Korps ist da. Ups, da kommt Kavallerie. Bisschen problematisch sogar, dass ich schon wieder nur Kavallerie habe. Gut, euch stellen wir gleich mal auf. So. Zweimal Infanterie. Die haben sie mal alle zum Teil gesammelt. Jetzt zieht euch ein bisschen weiter zurück. Versucht euch da hinten nochmal aufzustellen. Genau, ihr könnt da gerne meiner Kavallerie hinterherjagen. Schießt ihr auch oder schaut ihr nur blöd? Schaut aktuell nur blöd. So. Schicken unsere Kavallerie mal hinten lang. Gucken, ob wir die flankieren können. So. Ja, das war komplett Friendly Fire. Das habe ich mir mal schon fast gedacht. Können wir kurz auf Kanisterschüsse umstellen. Ach komm, das war so dumm. Die schießen den ganzen Tag nicht in dem Moment. In dem einen Moment, weiß, dann schießen sie wieder. Ah gut, unsere Kartätschen-Munition hat denen sehr weh getan. Das war schon mal erfreulich. Achtung. Kurz vorge... Ah, nee, du nicht. Du. Kurz Moral schenken. Verstärkung ist auch unterwegs, ganz nebenbei. 235. Boah, ich schwör, diese Kanisterschüsse sind so übertrieben.
Deswegen liebe ich es, wenn die Kavallerie so in Close Combat, die Artillerie. Oh, das sieht nicht gut aus. Inspirieren. Moral hoch. Alles gucken, was wir hier machen können. Jagd. Jagd. Preußische Grenadiere. Jetzt muss man nur kurz Folgendes machen, nämlich euch sofort stoppen. Dass ihr bitte nicht mehr schießt. Und zieht euch bitte direkt zurück. Ihr auch direkt wieder zurück. Ich brauche euch nicht. Hier. Okay, schießt ihr mal nicht dorthin, sondern dorthin. So, Verstärkungen im Zentrum. Kurz meine Generäle irgendwie loswerden. Bevor die jetzt sterben. Schnell dort aufstellen, weil das geht gerade komplett in die Hose sonst. So. Sehr gut. Franzosen haben echt tapfer gekämpft. Die Spanier auch, aber am Ende ist es unser Sieg. Aufstellen, dorthin. Nicht mit der Kavallerie hier Fäxchen machen. Lass die Kavallerie ihr Ding alleine machen. So, jetzt kommen die anderen noch von dort. Das ist jetzt aber mal nicht so dramatisch. Okay. Gut ist auch, dass unsere Generäle alle noch leben. Kurz anders aufstellen. Ja. Balance of Power, man sieht's, explodiert aktuell so ein bisschen in unsere Richtung. Natürlich, da wir immer weiter Verstärkung bekommen und die nicht. Da die keine Verstärkung mehr haben. Die haben alle Truppen bekommen, die sie haben konnten. Das heißt, also, was wirklich jetzt kommt, das gehört zu uns. Ihr seht, weitere Verstärkungen sind unterwegs. Sehr gut. Also ich bin sehr, sehr zufrieden, wie diese Schlacht gelaufen ist. Wir haben auch hohe Verluste erlitten, ja. Aber da wir Frieden schließen konnten mit ein paar Feinden, ist es jetzt erstmal nicht so schlimm. Einzige, was mich ein bisschen stört aktuell, ist dass sie die ganze Zeit in die Feinde reinlaufen wollen, aber ich glaube, unter normalen Umständen ist der Tee gegessen, der Drops gelutscht, das Eis getrunken, die Marmelade weggesüffelt. Die kommen jetzt ja auch noch mit von der Seite. Preußische Grenadiere, top in Form, mit Level 3 Erfahrung schon. Ja, ich sag mal so, die werden jetzt hier nicht so gute Laune haben dafür, dass die Franzosen so viele ihrer Freunde schon ermordet haben. Erstes Fußregiment der silesischen Musketiere. Schauen wir uns auch gerne an, wie die hier frohen Mutes schießen und die feindlichen Reihen dezimieren. Da sehen wir es auch schon. Die haben gar keinen Bock mehr zu schießen, die sterben einfach nur noch mit der Waffe in der Hand immerhin. Muss man den schon zugute heißen. Die werden jetzt ja auch von hinten ausgedünnt. Die fliehen, darum kümmern wir uns. Um fliehende Einheiten wird sich bei uns rührend gekümmert. Die werden auch gleich fliehen. Hoffe ich. Jede Sekunde, wo der Kampf länger dauert, ist schlecht für uns. Wer ist denn das überhaupt? Die haben schon Stufe 5 Erfahrung, glaube ich. Das sind so erfahrene Einheiten. Sonst wären die schon lange weg gewesen. Ich glaube, spätestens bei dem Frontalangriff vorhin, der gescheitert ist, hätten die sich verkrümelt. Aber haben sie nicht. Was machen die denn da? Hört auf, mich hier zu jagen. So tapfer, also wirklich ohne Witz, ne? Die sterben und sterben. Feuert für Frankreich und Ehre. Ich sehe gar nicht, wer schießt. Was ist denn das? Da schießt jemand, aber ich sehe ihn gar nicht. Das ist aber kacke. Die Franzosen schaffen es doch nochmal etwas mehr Widerstand aufzubauen, als es mir eigentlich lieb wäre.
Was wir jetzt hier versuchen werden, ist einmal dort hinten lang. Versuchen, die weiter zu flankieren. Ja, schauen wir, ob das ordentlich funktioniert, ohne dass wir jetzt hier wieder in einem Chaos ausbrechen gleich. Komm, scheiß drauf. Charge mal alle rein. Ah, vielleicht auch nicht hier. Ihr nicht. Ihr nicht sofort. Ne, die sind fresh. Die sollen wir nicht so rumheulen, Alter. Sollen wir lieber flankieren. Jetzt hat. Fünfte Lanzer. Die Lanzen hoffentlich schön rein mit ihren Lanzen. Oh, fuck. Erste Reihe ist gestorben, aber jetzt kam der Aufprall direkt. Und denke mal, das wird sich jetzt gleich erledigt haben, spätestens mit dem Backup, was da reinkommt. So, ihr geht zurück. Feinde fliehen. Unsere Zeit mit der Kavallerie reinzustoßen in die Lücken, die sich hier geben. Okay. Lass mal kurz gucken. Unsere Generäle auch noch ein bisschen was machen für ihr Geld. Falls sie das schaffen, die da abzufangen. Das ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen. Jetzt hat. Jawohl. Jetzt decken wir uns die Überreste. Französische Einheiten. Und machen unsere Kavallerie damit noch stärker. So, ja, das hat super funktioniert hier mit dem Jagen. Nämlich gar nicht. Ja. Die 13. Garde ist auch weg. Die verkrümmen sich auch gerade. Finde ich jetzt nicht so nett. Bleib doch bitte da. Die machen echt Krawall hier nochmal, die 12. Fußgarde. Die 12. Garde, Fußgarde klingt so komisch. So, ihr hört dann mal auf, die zu schießen. Die jagen wir ja gerade schon. Bin ich nach auf die Statistik gespannt. Die, jawohl. Auf geht's. Kümmert euch drum. War interessant. Die 4. Garde auch. Und die 12. Garde, die stehen einfach weiter, die juckt das überhaupt nicht. Jetzt schießen die von hinten sogar in der Zwischenzeit und schießen mir die eigenen Leute kaputt. Okay. Und chill mit dir. Die aber noch nicht fliehen, ne? 100 Mann, die hier noch stehen und kämpfen. 99. Habe ich mich extra nochmal neu aufgestellt hier. Habe ich nicht zum Spaß gemacht. Aber jetzt. Okay. Was wir jetzt hier machen ist folgendes. Schicken jetzt alle nur noch einen Close Combat. Und das mit... Schau mal, die immer noch maximale Moral. Von allen Seiten werden jetzt gerade eingekesselt. Jetzt gehen sie auch in den Close Combat. Von allen Seiten werden sie jetzt angegriffen. Moral ist immer noch super. Jetzt haben sie keinen Bock mehr. Das hängt auch damit zusammen, dass sie komplett eingekesselt sind. Und das war's. Damit ist diese Schlacht erfreulicherweise. Boah, knapper Sieg, ja. Puh. Ja, wir haben 3-4 verloren. Es war schon, ja. 7-7, 6-5 verloren. Also die haben deutlich mehr Verluste erlitten als wir. Und das Wichtigste wäre jetzt nachsetzen und auslöschen, was noch am Leben ist. Aber war super, ist super gelaufen. Übrigens, ich habe schöne Haare. Ich lasse meine Haare aktuell wachsen. Ein oder andere hat schon geschrieben, warum ich meine Haare nicht schneide. Beziehungsweise... Ich soll mir meine Haare schneiden und Leute, die schreiben, warum schneidest du nicht die Haare oder... Also, warum schneidest du nicht die Haare, ist noch in Ordnung. Aber wenn jemand schreibt, schneid dir doch mal die Haare, können ganz ehrlich sich verpissen gehen.
weil es hat niemand das Recht, mir vorzuschreiben, was ich zu machen habe. Genauso wie ich nicht das Recht habe, irgendjemand anderen das vorzuschreiben. Und Leute, die meinen, sie müssen sowas schreiben, weil ihnen irgendwas nicht passt, können woanders hingehen. Die will ich hier nicht haben. Bitte deabonnieren und tschüss. Dankeschön. Irgendwann kommt ihr an Leute, da geht ihr dann auf der Straße hin und ich sag dir auch nicht auf der Straße zu jemandem, warum bist du so hässlich oder mach dir mal eine Glatze. Oder, keine Ahnung, lass dir mal die Backen operieren. Und wenn ihr das wirklich machen würdet auf der Straße, kommt irgendwann ein Falschen und der bricht euch das Nasenbein und dann könnt ihr hoffen, dass er nicht verblutet. Und da werdet ihr selber schuld. Wenn natürlich sowas nicht gut heißt, ich bin natürlich gegen jegliche Form von Gewalt, aber... Ja, was wir jetzt machen ist, gucken, ob wir die jagen können. Dass wir die Armee noch auslöschen. Wo ist denn die andere französische Armee eigentlich hin? I don't know. Wir gehen wieder zurück nach Hause jedenfalls. Können wir rein? Ne, scheiße. Verluste waren zu hoch. Ihr seht das hier gerade, die Verluste waren enorm. Wir können uns jetzt, selbst wenn ich wollte, das geht nicht. Die Verluste waren zu hoch. So traurig es ist. Ihr kommt noch nicht weiter. Erst nächste Runde wieder. Tja, Frankreich. Spanien. Hätte er sein können. Mal wieder probieren. Ja, probieren kann man es nicht. Frankreich würde wahrscheinlich vielleicht sogar akzeptieren, aber will ich nicht. Frankreich ist der einzige Feind, den ich aktuell wirklich gut erreichen kann. Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet, die Branche des standhaften Wächters. Was macht denn das Ding? Spielen Sie das Spiel insgesamt 10 Stunden? Ja gut, ich spiele... Ich habe das Spiel auf dem anderen Steam-Account, aber spiele quasi über meinen Hauptaccount, in dem ich es auf dem anderen Account ausgeliehen habe. Deswegen habe ich jetzt wahrscheinlich auf dem Steam-Account 10 Stunden... Das ist übrigens Kacke, was hier gerade passiert. Das sind 3 Baguette-Armeen. Alter. Und ich dachte mir schon, dass die letzte Schlacht eine große war. Ich glaube, das, was danach kommt, das wird das Ganze nochmal deutlich übertreffen. Die sind sogar relativ gut schon wieder in Schuss eigentlich. Das Problem ist, es dauert noch 6 Runden, dieses Festungsding da endlich zu bauen. Ein paar Gardejäger mit reinschmeißen. Range ist leider... Ja, schau, ich möchte hier keine Schlacht aktuell, deswegen ziehen wir uns ein bisschen zurück. Haben wir eh noch eine dritte Verstärkungsarmee hier. Trotzdem scheiße jetzt. Sabotieren funktioniert nicht, Attentat. Als ob das funktioniert hat, Alter. Okay, hätte ich nicht gedacht, dass es klappt mit 30%. Weitere französische Armeen zur Verstärkung? Nee. Nope. Weiß halt auch nicht, ob die Franzosen nicht irgendeinen Bitch-Move machen über Österreich. Was eigentlich mit den anderen Nationen? Österreich mit im Krieg mit Frankreich? Nee. Was ist das für eine Dummheit, Alter? Schau mal, die sind nicht im Krieg mit Frankreich. Mit wem ist Frankreich eigentlich im Krieg? Nur mit mir. Ist man nur fürs Protokoll, habe ich irgendwas verpasst? Heißt es nicht Napoleon Total War? Napoleonic Wars Mod? Oder habe ich irgendwie gepennt bei irgendwas? Naja, Franzosen werden ihre Truppen jetzt Richtung uns bewegen. Ist mir jetzt erstmal wurscht. Aber es ist zumindest... Ah, die Schlacht wird... Oh, schon drüber nachdenke allein. Die Schlacht wird grausam. Also sie haben ihre französischen Armeen abgezogen. Ja, haben sie... Ah, die sind nach Brüssel. Logistik ist erstmal ganz gut. Logistik ist ganz gut. Local Guides. Nee. Ja, Replenishment. Ich brauche eigentlich Replenishment. Das ist so das, was ich am meisten brauche eigentlich. Symmetrische System. 10%. Ja, vielleicht machen wir erstmal das nebenbei. Ah gut, Franzosen nett, haben ihre Armeen hier kampieren lassen in der Zwischenzeit. Gibt uns Zeit, weiter Truppen zu rekrutieren. Auch wenn es nur Milizen sind, aber scheiß drauf.
Scheiß drauf, auch diese Milizen, das mal vergleichen, die haben natürlich deutlich weniger Moral. Weniger Munition, weniger Präzision, weniger Nachleistung, komplett scheiße, aber... Trotz allem, Masse statt Klasse. Und, oder Masse und Klasse, das ist wahrscheinlich besser. So. Die heilen noch, aber die haben sich schon gut regeneriert. Das dauert auch nicht mehr allzu lange, da sind die schon bei voller Stärke. Schicken schon mal unsere Einheiten dort mit hin. Zwei Stück. Der Rest geht nicht. Warte mal, sind die alle voll, ja? Hä, nee. Bin ich jetzt dumm? Dort rüber. So, dann geht ihr zwei wieder da rein. So, drei Fullstack-Armeen gegen, ja, hier unten, ja, zwei. Ah, da oben stehen so viele Franzosen! Ah! Von euch verrennt mich ja keiner, ne? Wir sind alle Best Friends, oder? Was? Wer ist dieser Best Friend, von dem du da redest? Schicken wir eine weitere Armee runter. Ich meine, wir rekrutieren ja eh noch Einheiten, auch wenn wir nicht so viel rekrutieren können, außer Milizen. Da ist eine super Armee halt, aber du musst halt vorbereitet sein gegen die Osmanen, ne? Die Osmanen könnten rein theoretisch hier rüberkommen. Genau das gleiche hier unten, da musst du auch damit rechnen, dass die Osmanen hier durchlatschen oder dass Österreich kommt, deswegen muss ich da unten Truppen lassen. Weil, wenn wir hier angegriffen werden, dann war es das, dann ist hier Feierabend in den Städten. Das ist ja nicht Noobi-Noob, dass du hier das dann noch 10 Jahre verteidigen kannst oder ähnliches, das klappt leider nicht. Wo ist mein Agent eigentlich hin? Dass ich es dahin zurückgezogen mit den Generals. Le General. Das Russiskaya. Whatever. Russiskaya Empire. Das russische Empire halt. Agent detected. Soll ich mal verpissen, echt? Friedrich Wilhelm von Bülow. Wo ist denn jetzt mein Agent hier? Wo bist denn du? Da. Das Problem ist, wo ist mein anderer Agent? Gut, in Russland, den lasse ich aber auch hier. Ah, also. Dann geh du mal dorthin. Keine Infos. So, wie gesagt, die nächste Armee ist unterwegs. Kriegt sogar noch Verstärkung aus Hannover. Kurz gucken, drei Plätze sind frei. Mit rein. Und die brauchen noch immer ein, zwei Runden. Aber sieht ganz gut aus. Ich speichere an der Stelle. Bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen. Der Krieg gegen Frankreich. Ja, der geht bald los. Und die Franzosen sind leider deutlich stärker als wir. Deswegen wird es spannend. Euch auch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao.